So, ich habe jetzt ein bisschen Holz abgebaut und das trifft sich eigentlich ganz gut. Jetzt kann ich euch gleich meine ganz fancy, super coole Werkbank, welche sich versteckt, vorstellen. So, und wenn ich da, und jetzt, jawohl. Und sobald ich jetzt fertig bin mit dem Werken, kann ich es wieder wegmachen. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie man sowas baut. Um diese Schaltung jetzt bauen zu können, benötigt ihr eine Redstone-Fackel, drei Sticky Pistons, also klebrige Kolben, 8 Redstone, dann 4 Verstärker und natürlich einen Block, den ihr dann sozusagen verstecken wollt und einen, der dann die Wand darstellt. Und natürlich auch andere Blöcke. Und wir brauchen natürlich auch noch einen Schalter. So, und ich würde mal sagen, fangen wir mal an mit dem Bauwerk. So, zuerst bauen wir mal eine 3x3 Fläche. Hier ganz vorne, wo unsere Crafting Table dann stehen soll, bauen wir eine Fackel hin. Und darüber platzieren wir gleich die Sticky Pisten. Die muss nach oben schauen. Gut, dann haben wir schon mal einen kleinen Teil fertig. Nun bauen wir hier jeweils zwei Repeater in der maximalen Stufe ein, die möglich ist. Ich setze kurz die Zeit auf heller. Und dann bauen wir hier oben, gehen wir mit Redstone rein, setzen jeweils die Pistons. Diesen auf Stufe 4 und den auf Stufe 2 und den auf Stufe 1. Jetzt habe ich es verwechselt. Und ja. Und wie ihr sehen könnt, ist die ausfahrbare Werkbank fertig. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich würde mich gerne freuen, wenn ihr ein Abo da lasst oder ein Like oder ein Kommi. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann!